Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wieder einmal mitten in Alabastra sind wir hier gerade. Und ihr habt schon kurz gesehen, worum es jetzt hier in diesem Augenblick gehen soll. Ich zeige euch das aber gerne auch noch einmal. Es geht um diese Nebenquest, die sich Gusk nennt und Folgendes für uns bereithält. Aluk und die anderen Überlebenden von Ashmore haben mich gebeten, das Tuatha-Lager von Kadzymyr zu zerstören. Es befindet sich über der Passhöhle und wird von einem Tuatha namens Gusk und seinen beiden Hexenrittern befehligt. Ich muss zuerst die beiden Hexenritter ausschalten. Genau, und das ist jetzt meine Aufgabe, beziehungsweise das, was ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht habe, für diesen Augenblick. Wir gehen hier jetzt in die Richtung. Bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Die Sounds sind auf jeden Fall schon mal wieder vielversprechend. Und es sieht auch echt wunderschön aus, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon angemerkt. Ich werde mal kurz wieder meine werte Hildegard zur Hilfe rufen. Wo seid ihr denn? Da. Was? Ich soll mich rösten? Süß. Meinst du wirklich, deine feinen Klingen beeindrucken mich, oder was? Hast du aber falsch gedacht, mein Kumpel. Lebst du noch? Nee, aber du. Auch das können wir ändern. Hildegard, Mensch. Bist du richtig gut drauf gerade, wa? Buschel Gold, Sterndistel. Sieht doch immer alles cool aus. Wow, sogar so eine Ballisten, ey. Ja, keine Ballisten, ist eher so ein Katapult-mäßig. Himmelsblüte? Ach, hier, oder? Hä? Wo ist denn hier jetzt der? Wollt ihr mich verarschen? Hier muss doch irgendwo. Ich merk's auch. Ach, da! Ja, nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Ah. Und da ist noch eine Truhe. Wow, ich habe ja gar nicht mal mehr so viele Dietriche. Muss ich ja bald aufpassen, wa? Da. Auch nichts mega geiles dabei, aber ja. Mal, wo kann ich hier runterspringen? Oder ist das etwas, wo man von oben runterspringt? Scheinbar eher, wo man von oben hier runterspringt. Okay. Hildegard. Hauptsache, du machst da erstmal deine komischen Posen, während ich euch hier schon fast dreimal abgeschlachtet habe, weißt? Richtig geil auf jeden Fall. Oh Mann. Hier ist aber auch dieser komische Hexenritter irgendwo zwischen. Zumindest sagt mir meine Minimap, dass der hier irgendwo dazwischen hocken muss. Du da hinten wahrscheinlich. Ja, Hexenritter, genau. Oha, die entziehen mir mein Mana. Wenn ich etwas hasse, ist es ja, wenn man mir mein Mana entzieht, ja? Ja, vergiss es mal. Ich kann auch ohne meine Magie übrigens ganz gut. Ist gar kein Problem. Vergiss es einfach mal. Kannst nicht viel, ne? Hast mir zwar Mana entzogen, aber vergiss mal. Als ob mich das beeindruckt hätte, Kumpel. Guck mal, wie schnell das sich wieder auffüllt und regeneriert. Krass, oder? Das kannst du jetzt leider nur noch aus dem Jenseits beobachten. Sorry.
Würde mir fast wehtun, wenn du mir oder leid tun, wenn du nicht so egal in meinem Leben wärst. Super, Hildegard. Hast wirklich schön mit mir gekämpft. Ordentlich Gold wieder mal. Auch wenn Gold nach wie vor nicht unbedingt das ist, was uns hier fehlen würde. Aber nun gut. Wie komme ich denn da rein? Wie? Ah, da oben ist eine Stelle zum Reinspringen. Okay. Hier haben wir noch einmal Himmelsblüte und einmal Tyronstrein. Warum nicht? Sehe ich das hier hinten richtig? Das Gemmenschleifgedöns. Geil. Das ist ja top. Das ist ja Optimum. Schwer zu bannen. Direkt im ersten Autoversuch. Alles klar. Sehr schön. Wartet mal, was habe ich denn überhaupt? Ich hatte doch... war es eine Armschiene? Ja, genau, hier, das. Einmal Rüstung, zweimal Funktion. Einmal Rüstung, zweimal Funktion, sehr gut. Erstmal entfernen. Die hier. Ja. Perfekt. Einfassen. Was? Wieso habe ich das denn da drin? Okay, das hier. Das bitte. Dann die... Weil, wartet mal, herstellen. Rüstungsgemme. Was ist, wenn ich noch eine... Oder physische? Nee. Plus 30% Rüstung. Nee. 35 Rüstung. So eine habe ich ja jetzt gerade, ne? Haben wir sonst noch was? Feuerscherbe, Feuerresistenz. Diese Musik dazwischen ist immer geil. 35. Das ist immer nur 35, wie es aussieht, ne? Also habe ich hier auch nur die... Okay. Gut. Und dann hätte ich gerne noch eine Gemme, die... Ja, Mana-Regeneration, aber... Gibt's das denn hier nicht auch? Funktionsgemme, ne? Genau. Sowas. Geht es vielleicht noch besser? Also wir hatten jetzt hier schon... Ist hier quasi das gleiche? Pro Tag? Also das scheint jetzt hier alles sich so... Betäubungsdauer ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht das, was ich möchte. Okay, nein, dann möchte ich bitte... das haben. Genau. Und die fassen wir dann jetzt auch ein. Exakt. Perfekt. Geil. Sehr schön, dann kann ich mir nämlich diese Rüstung jetzt neu anziehen. Denn mit diesen Zusatzeffekten, Halleluja, bin ich gut. Das sieht doch geil aus, freue ich mich. Mal die habe ich gerade geplündert, alles klar. Okay, geil, dann kann ich jetzt hier hoch und mich da nochmal ein bisschen umgucken. Hildegard, ich brauche dich wieder. Ich traue mich sonst nicht alleine da in dieses Lager reinzulaufen. Hi, Leute. Ich weiß nicht, ob du bereit bist zum Sterben. Also ich bin jetzt noch nicht bereit.
Und es wirkt auch gerade nicht so, als ob ich jetzt hier diejenige wäre, die stirbt. Und auch Elrith scheint da jetzt eher nicht von betroffen zu sein. Ich kann mich natürlich täuschen. Ich finde es mal ganz geil, wenn ich mir wirklich mein Schild noch rechtzeitig vor die Nase halten kann. Hat Style. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Endeffekt abblockt. Also schadenstechnisch, aber sieht bislang ganz gut aus. Ah, ich bin nicht so Sadomaso-mäßig, deswegen genieße ich jetzt den Schmerz auch nicht unbedingt. Sorry, Kumpel. Auch wenn du dir das bestimmt gewünscht hättest. Ich muss dich enttäuschen. Vollkommen uninteressant. Ah, hier, alles klar. Glutaugen, boah. Ich kann jetzt hier erstmal runterspringen, scheinbar. Und mir da unten nochmal kurz die Sachen angucken. Auch wenn ich mich frage, was das hier für komisches Zeug ist. Da ist es. Ergils bombastisches Beinkleid. Was zur Hölle? Kleidsamer aus goldenem Tuch genähte Plünderhosen. Brauche ich nicht, kann's behalten. So, und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ist das hier ein Weg? Ja, tatsächlich. Okay, cool. Okay, cool. Dann gehe ich jetzt hier wieder zurück. Das sieht immer noch so unendlich cool aus. Hat sehr, sehr bedrückende Atmo irgendwie, aber es ist trotzdem total geil. Ich mag das. Aber hier war doch gerade eben auch noch dieser große Blutfleck oder so. Bevor ich hier runtergesprungen bin. Ah, hier. Knochen, toll. Das hat sich echt hardcore gelohnt. Ich hatte nur noch gesehen, dass da was aufgeblinkt war, kurz bevor ich praktisch da runtergesprungen bin. Mehr konnte ich da jetzt eigentlich nicht ausmachen. What the fuck? Wo ist denn dieser zweite Hexenritter? Da. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wie ich da so hinkomme. Da. Ja. Zwei. Ach, scheiße. Attacke unterbrochen, das ist ja unmöglich. Machst mir trotzdem keine Angst, weißt du das? Wo ist denn der andere? Ach, der dümpelt da hinten rum und rennt wieder zurück aus Angst, oder was? Na, kann ich verstehen. Ich hatte auch Angst vor Hildegard. Die hat schon lange nichts mehr gegessen und da ist sie richtig ungemütlich. Da knappert sie mit ihrem Gebiss. Und dann heißt das nichts Gutes für die Gegner. Das könnt ihr mal wissen. Kommt der andere jetzt angerannt, ja? Merkst du jetzt, dass dein Kumpel in Gefahr ist, oder was? Och, wie süß. Da ist der andere jetzt auch direkt kurz ausgenockt. Kümmern wir uns erstmal um einen. So, jetzt bist du wieder dran. Mal so einen dicken Trolle können hier irgendwas. Machen zwar ein bisschen Schaden, aber meine Regeneration ist halt einfach viel zu geil, als dass die sich hier wirklich durch mein Leben schnetzeln könnten. Ja, auch wenn du dein Stöckchen ein bisschen umherwedelst, wird's nicht geiler. Du wirst kein cooler Zauberer. Du wirst niemals ein Harry Potter werden. Du wirst niemals ein Snape. Oder gar ein Voldemort. Vergiss es. Schon gar kein Dumbledore oder McGonagall. Vergiss es. Das gehört. Okay, ist scheiße. Ist alles kacke.
KG. Blutaugen. What? Sieht ja sehr anheimelnd aus hier. Nicht? Ist echt hier so fast schon wie Kriegsgebiet ein bisschen, ne? Hat halt immer so ein bisschen was von den ganzen Schlachten aus Age of Empires damals und so. Habe ich auch mal gerne gespielt, so ist nicht, aber weiß nicht. Das ist ja mal so ein bisschen mehr top-down und so, ne? Das sieht auch geil aus. Kannst du die kaputt machen oder so? Ne. Da hängt ein Skelett dran, echt? Mal im Ernst. Okay, hier links lang. Vielleicht sollte ich da dann erstmal hingehen, bevor ich da irgendwie weiterlaufe, weil ich glaube, da wo die andere Richtung ist, da laufe ich ganz zielsicher zum Hauptziel hin, also zur Main Quest. Wo ist? Ich konnte mal plündern. Hier oben ist so eine kleine Ecke, die habe ich gar nicht gesehen, als ich hier lang gegangen bin. Dämmerpass. Ah. Also ein paar haben wir ja schon abgeschlachtet, aber diese Ecke hier, die habe ich gerade total ignoriert. Mich nämlich gewundert schon in der Minimap, wo geht's hier überhaupt lang? Wirklich? Dich interessiert das nicht so. Was habe ich denn da gemacht? Okay. Nice. Sieht cool aus, wie so ein Eissturm oder was? Keine Ahnung. Oh, Sterndistel mitgenommen. Brauche ich halt alles irgendwie gefühlt gar nicht, aber. Okay, ich muss sowieso beide Wege langlaufen. Gehe ich erst den unteren lang? Naja, ist im Endeffekt egal, ist alles von Tuata belagert hier insofern. Noch ein Staubling für das Feuer. Ja, Erit, weißt du? Wenn er halt auch nichts macht, so. Er ist immer so träge, Junge. Gar kein Thema hier. Wofür? Fürs Mittag? Lädst du mich ein? Geil. Er hat diesen Zauberentzug-Dingsens gerade wirklich auf Hildegard gewirkt. So gut. Gask besiegen. Wo ist der denn? Gadflo weiß das sowieso überhaupt nicht zu schätzen, was du hier machst, Alter. Eichkrabbelpulver. Heieiei. Käfige. Wozu konnte ich diesen Käfig öffnen? Warum? Einfach nur warum? Ja, ich sehe den Felshaufen hier schon. Und nochmal Sterndistel. Alles klar, wir müssen jetzt so oder so hier hinten runter.
wenn wir Gask besiegen wollen. Das wollen wir natürlich. Na, sitzt bequem. Oh, das ist schon ein bisschen schnucklig, ne? So ein bisschen. Naja. Aber über die leichte Schnucklichkeitsskala kommt es halt nicht rüber. Katsumir, okay. Komm hier aus. Hildegard, komm nach. Danke. Am Arsch. Seid ihr mal alle gleich so stürmisch? Das Ding ist nur, es hilft euch nichts. Gleich mal weiter. Da hinten ist nämlich die richtige Muschpoke. Was ist das denn hier? Wer von euch bist du? Ach du! Mit den weißen Haaren. Schwer beschädigt. Da ist die schwer beschädigt. Ob es hier noch einmal angefangen ist, das bitte. Kein Thema hier. Kann ich irgendwas plündern? Ist ganz nett, aber... Der Besitzer der Krone wurde von einem ehrgeizigen Lehrling ermordet, der die Krone stahl und ihre mächtigen Verzauberungen gegen ihren Schöpfer richtete. So einer bist du also? Oder warst du? Aluk. Ja, da werde ich gleich mal hingehen zum Aluk. Können wir Lucky Lucky machen. So, hier war noch irgendwo... Da ist eine Truhe, genau. Hier haben wir noch was zum Plündern. Kommt er mir jetzt hier gleich entgegen, oder was? Ah, steht da hinten scheinbar irgendwo rum. Gut, mein Freund. Wenn du meinst, dann steht da hinten rum und freu dich. Hi. Ihr seid zurück. Ich habe euch aus sicherer Entfernung beobachtet, um zu sehen, ob ihr euer Versprechen halten würdet. Ich bin überrascht. Ich wagte es nicht, davon zu sprechen, doch es gibt Prophezeiungen eines Sterblichen, der den Untergang unseres Volkes einleitet. Gasks Niederlage wird zwar als Sieg gegen Gadflos Wahnsinn gefeiert werden, aber ich frage mich, ob sie nicht noch düsterere Zeiten einläutet. Ungeachtet aller Prophezeiungen. Ihr habt getan, worum ich euch bat, und wir, der Ashmore-Clan, erkennen euch an. Das ist lieb von dir. Lebt wohl. Glaube ich. Habe ich jetzt noch eine Nebenquest? Nö, Kanalisationslauf? Gut, dann haben wir das wohl erledigt. Was ist das da? Für Murdoch. Also das ist echt... naja. Ich will jetzt aber erstmal einmal zurückreisen... Nee, hier hinten erstmal hin, bitte. Neumondlager, ja. Bisschen Zeug verkaufen. Oh. Mann, Bolgan, ey. Verzieht euch. Keiner mag euch. Keiner, hast du gehört? Nicht mal deine Mama mag dich. So. Das ist auch erledigt. Kann man sogar noch was plündern und noch mal ein bisschen Gold, Gold, Gold. Hey, Friend. Oh, hallo, Held. Sämtlichen Plunder einmal bitte verkaufen. Dankeschön. Hast du womöglich ein paar Dietriche? Wieso haben die mal alle keine Dietriche? Was soll das? Dann muss ich jetzt erstmal kurz woanders hinreisen. Zum Beispiel nach Gorhard. Ich glaube, da gab es doch, oder? Gab es ein Gorhard, Dingsens?
Ich hoffe doch. Holstedt. Hier ist Gord. Okay. Der Laden? Ja, bitte. Hey, Trollelder. Hallo. Womit kann ich euch heute dienen? Ich möchte gucken, ob du für mich die Triche hast. Oh, danke. Kommt bald mal wieder. Ja, ja. Wenigstens mal ein paar neue Dietriche kaufen. Mein Vorrat ist langsam, aber sicher echt am Erschöpfen. Und da ich total Bonze bin, kann ich mir den Scheiß auch noch leisten. Voll gut. So, jetzt kann ich hinten einfach weiterlaufen. Wo war ich hier zuletzt? Mine des heilenden Lichts. Ich glaube, da war ich drin. Kazymür. Oder so. Jo, das heißt, ich kann jetzt hier wieder zurücklatschen oder weiterlatschen, wie auch immer. Machen wir direkt. Jetzt ist es sogar noch dunkler. Voll geil. Ich mag das. Hat so ein bisschen was Mystisches irgendwie. Gefällt mir echt gut. Diese Fackel hat auch irgendwie hat das was. Naja. Laufen wir mal weiter. Durch die Welt. Jetzt genau da vorne lang, durch dieses Tor hier. Amaura. Sieht so hübsch aus mit diesen Steinen immer, mit diesen Prismärdingern. Glutaugen habe ich vorhin gar nicht mitgenommen. Und da auch noch irgendwas? Nee. Glutaugen, okay. Es fängt an zu speichern, das ist nicht immer ein gutes Zeichen. Was sind das hier für Geräusche? Könnte ich theoretisch auch noch wieder aufwerten, was Besseres draus machen, wa? Ihr habt ja vorhin schon einmal die Gemmen gesehen, die man so erstellen kann. Ich nehme mir das mal mit. Vielleicht bearbeite ich das ja. Das ist doch Dingsens, wie heißt er? Kyran? Ich glaube, Kyran ist das. Agard dürfte nicht weit hinter euch sein. Aber von Alyn'shir oder Ventrinio fehlt jede Spur. Ein Kundschafter auf dem Kamm dort oben hat gesehen, dass sich die Tuatha auf einen Gegenangriff vorbereiten. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat, bevor wir den nächsten Schritt machen. Oder sprecht mit Agard, falls ihr nicht länger warten wollt. Die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Worauf warten wir denn überhaupt? Auf Agard. Wenn er euch sagt, dass er bereit ist, sind es meine Leute ebenfalls. Falls ihr jedoch lieber vorsichtig vorgehen möchtet, kann euch der Späher auf dem Kamm sagen, womit wir es zu tun bekommen. Seid vorsichtig. Es ist schlimmer als ich. Ich weiß noch nicht, was ich bevorzuge. 3 Mana-Regeneration, das ist natürlich schon richtig geil. Aber ich glaube fast, ich werde... Weißt du was? Ich werde nochmal kurz zurück. Hierhin. Weil ich
Ah, jetzt ist hier auf einmal wieder alles voll mit Gegnern, oder was? Was ist das denn? Ich will hier nochmal hin. Da. Wegen Gemmenschleifen und so. Seid erneut gegrüßt. Ja, hi. Wieso sind jetzt hier schon wieder die ganzen Typen respawned? Ich weiß ja nicht, in was für Zeitabständen das so passiert, aber doof finde ich das trotzdem. Ich wollte nur zu eurem Gemmenschleifaltar. Ich will deine Furcht. Furcht schmecken auch noch, ja. Interessant. Wahrlich interessant. Guck mal, weg da, weg, 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 weg. Am Arsch. Nee, Quatsch. Ich muss da einfach runter, aber das ist halt schon wieder so viel. So viel ein Gegner-Scheiß. Ich brauche Hildegards. Na, was das brauchen? Brauchen ist relativ, aber ich nutze sie. Als helfende Hand immer ganz gerne. Er steht dann auch teilweise echt rum wie Angebote, ey, so eine Kacke. Reagier doch mal bitte auf meine Inputs, wäre schon ganz, ganz geil, wirklich. Was für ein Untergang, Alter. Du bist der Untergang, oder was? Du stirbst doch gerade. Wirklich. Ich sterb jetzt hier nicht. Hab grad Besseres zu tun. Geh weg. Dankeschön. Trotz der geilen Musik im Hintergrund seid ihr einfach nicht die Gegner, die ich hier brauche und will und überhaupt. So. Ich könnte ja jetzt mal alles wegnehmen, was ich hier so habe. Ich mach das jetzt hier einfach überall raus. Weil ich glaube, dass ich... Wobei, ich glaube hier, das lassen wir erstmal. Beinpanzer. Funkelt. Okay, passt mal auf. Hier haben wir 83, haben wir auch 83. Das ist quasi also jetzt egal. Fangen wir mal hier an. Einmal Rüstung. Okay. Herstellen. Eine Rüstungsgemme. Was hatten wir da vorhin? Hey, ich hatte hier doch vorhin. Oder war das das hier? Nein. Nein.
das hier zum Beispiel einmal. So, die fassen wir schon einmal bitte da ein. Sieht gut aus. So, jetzt bin noch, hupsa, eine Funktionsgemme. Ich weiß, es ist gerade mega unspannend und so, aber trotzdem. Kann man besser machen. Funktionsgemme. Zum Beispiel das. So, dann haben wir... Genau. Perfekt. So, hier werde ich jetzt auch einfach mal zwei Funktionsgemmen machen. Herstellen. Zwei Funktionsgemmen. Eine davon wird... Hey, warte mal, das geht doch alles besser. Schutzscherbe, du. Was habe ich denn vorher gemacht? Ja, einmal so eine, genau. Und dann machen wir noch so eine, genau. Dann haben nämlich meine Chakrams einmal die. Und einmal die. Super, so, jetzt brauchen wir eine Rüstung und eine Funktion. Herstellen. Rüstung. Und dann noch eine Funktion. Machen wir erstmal wieder Leben. Halte ich persönlich für am besten. Genau. Zack. So, die... So, hier haben wir auch einmal Rüstung, einmal Funktion. Also noch zweimal Rüstung, zweimal Funktion. Rüstungsgemme. Ist es wirklich wichtig, wie rum man das jetzt hier reindrückt? Warte mal, physische, das, nein, nein. Doch, Gift, genau das war's. Fassen wir schon mal. Machen so eine dann bitteschön gleich nochmal. Ich krieg's doch jedes Mal durcheinander. Genau. Auch das wird direkt bitte einmal eingefasst. Perfekt. Jetzt noch jeweils eine Funktionsgemme, das heißt, ich mache mir eine mit Leben und eine mit Magie. Magie, perfekt. Und jetzt noch eine mit Leben. Genau. So, eins davon. Ist eigentlich egal welcher. Machen wir mal hier rein. Und hier rein kommt dann das. Zack, zack, fertig. Das heißt, Moment, ich kann bei der Rüstung... ...das hier wieder... ...das wird genommen und das geht weg, genau. Jupp, genau so finde ich das gut. War jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für euch. Tut mir fast ein bisschen leid, aber halt auch nur fast. So, jetzt laufe ich hier nochmal hoch. Aber ist ja auch nicht weiter tragisch, hoffe ich. So weit ist der Weg ja dann nur auch nicht.
Muss ich einfach nur ein bisschen weiterlaufen. In der Zwischenzeit trinke ich ein Schlückchen Tee. Habe demnach gerade nur eine einzige Hand am Controller, nämlich die linke. Voll spannend, ich weiß. So, jetzt sind wir auch schon wieder da. Agathe. Gut, dass ihr hier seid. Seid ihr bereit? Die Frage ist, wofür? Nehmt euch in Acht. Ich möchte hier jetzt noch gar nicht irgendwie... Oh, Reparaturkits, das finde ich gut. Danke. Was haben wir denn hier Feines? Kanrane? Prismärbecken. Ja, hier will ich... Ich will hier aber auf jeden Fall hin. Weil ich will den... Den Wissensstein haben. Dein Leben verschwindet hier. Ist Hildegard jetzt überhaupt da? Sie sollte da sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie es auch ist. Direkt wieder zwei von euch. Na, hi. Ich glaube, meine Regenerationsgeschichten sind jetzt sogar noch geiler als vorher. Cool, dieser Eissturm da, der bleibt ja ewig da. Ich weiß es noch nicht, ob mir das viel bringt, aber machen wir mal. Das Einzige bei den Viechern ist halt echt, dass die so viel vertragen. Aber ansonsten... Wenn sie jetzt hier einmal so ein bisschen... fast zum Erliegen kriegt, ist das ja kein Ding. So, und du? Ich weiß ja auch nicht, wie gesagt, wozu ich bereit sein soll, konkret. Das ist halt das Problem, das ich auch so ein bisschen habe. So lauschet nun, ihr sterblichen Toren, der Sage, die wir singen. Öffnet dem Rat die Ohren. Mit Schrecken müssen die Toten ringen. Auf ewig hinter dem Schleier verloren. Meiner ist besser, ist ja klar. Ich guck mal meine Quests, was mir das sagt. Meine Verbündeten und ich werden getrennt durch Alabastra reisen. Wir treffen uns dann vor dem Haus der Rache wieder. Ja gut. Hier haben wir Kanrane. Da will ich... Ja, muss ich da jetzt direkt rein oder wieder was? Aber hier haben wir halt auch noch... Prismärbecken am Maurerstein. Ja, darum, wofür ist das jetzt? Oder ich komme da jetzt mit der Quest rein. Ich weiß das leider nicht. Ich sag ihm jetzt mal, wir sind soweit bereit. Da seid ihr ja. Gut, dass ihr hier seid. Seit das bin ich. Aber es gibt noch keine Spur von Alinshir oder Ventrenio. Verdammt nochmal, ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Wir können auch ohne sie siegen. Ich denke mal, vielleicht ist das wirklich gar nicht ihre Schuld. Vielleicht hat Ventrenio da irgendwas gedreht. Ich hatte Ventrenio beauftragt, sie im Auge zu behalten. Und bis vor kurzem hat er mir auch regelmäßig Nachrichten geschickt. Aber je näher wir Bael kamen, desto seltener wurden sie.
Wir müssen durch das Haus der Rache und den Mischling töten. Und wir werden es wohl ohne sie schaffen müssen. Wer ist der Mischling? Es ist das, was im Haus der Rache einem Anführer am nächsten kommt. Ein Pfeil, der von seinem Hass so verzehrt wurde, dass er kaum mehr als ein Tier ist. Wenn ihr nach Bale hinein wollt, muss der Mischling sterben. Okay, aber ich finde, wir sollten auf sie warten. Nein! Was auch immer Gutflo da drinnen macht, wird mit jeder Minute, die wir vergeuden, größer. Selbst wenn uns alle nicht verraten hat, bleibt uns keine Zeit, um auf sie zu warten. Hört mal, ihr seid mächtiger, als ich es jemals war. Wenn irgendjemand diese ganze Sache beenden kann, dann ihr. Wenn ihr den Mischling getötet habt, geht ihr nach Bael und haltet Gutflo auf. Sollten wir getrennt werden, kämpfen wir weiter, um euch einen Fluchtweg offen zu halten. Und jetzt geht! Bleibt wachsam! Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ja, jetzt ist hier ja wieder Kampfscheiße angesagt. Ja, ich habe verstanden, dass du sauer bist. Ich bin auch irgendwie pissig. Nein, bin ich nicht, aber... Man kann es ja zumindest mal erzählen. Oh, wie der Hildegards Verwandten. Meine Zauber echt so unendlich geil. Nicht, dass die, nicht nur, dass die geil aussehen. Sie füllen sich auch so schnell wieder auf. Wahnsinn, ey, wie viele Viecher hier durch die Gegend rennen, ey. Krass. Ich frage mich immer noch, was die Dinger dann immer mit Schattenprismen wollen, echt. Okay. Ich lasse die da jetzt halt mal weiterlaufen. Soll mir jetzt gerade mal kurz egal sein. Ah, Trüchen. Mit Scheiße drin. Vielen Dank auch dafür. Wo wollte ich lang? Ich wollte erstmal hier unten jetzt reingehen. Nach Kanrane. Weil ich wissen wollte, ist das richtig, ja? Was da los ist. Weil ihr mir gesagt habt, ich sollte möglichst direkt in die ganzen Dungeons reingehen. Mache ich dann mal. Sieht schön aus. So richtig hübsch. Sind da irgendwelche Fischis drin oder so? Nee. Ich sehe, dass da noch ein Gegner kommt. Aber das heißt ja noch nicht viel. Ich habe auch so ein Schwert wie du. Trotzdem bin ich cooler. Hier haben wir Käppchen der Lehmung. Hier in der Ecke. Ist das denn auf der oberen? Hier sind sogar noch Auftraggeber. Zwei Stück. What the hell? Okay, gut. Dann machen wir das doch.
gucken uns hier um. Ich hoffe nur, das sind keine Endlos-Quests, weil auf sowas habe ich ehrlich überhaupt gar keine Lust. Komm schon! Ja, der Loot ist in diesem Spiel immer so eine ganz große Geschichte. Ist immer irgendwie ein bisschen schade fast. Dass der Loot hier tatsächlich meistens gar nicht so gut ist. Kumpel, ich möchte jetzt noch nicht mit dir reden. Lass mich mir erstmal hier alles angucken und dann können wir eventuell quatschen, wenn ich Bock habe. Was ist hier los? Was? Ah, obendrauf wahrscheinlich. Okay, erzähl mal. Meister Belne, wer bist du? Ihr seid kein Tuata. Es ist lange her, seit ich jemandem begegnet bin, den der Wahnsinn nicht verzerrt hat. Okay, und was ist das hier? Gardflow hält uns hier fest, damit wir tun, was er verlangt. Andernfalls würden wir seinen grausamen Wünschen mit Sicherheit nicht nachkommen. Mhm. Was hast du mir sonst noch zu Gardflow zu erzählen? Gardflow, ha! Er war Hofnarr, wisst ihr, bevor er König wurde. Toll, und was bist du? Kein Tuata? Nein, bin ich nicht. Nicht im Herzen meines Seins. Und das wissen sie. Ich konnte meine Natur nicht verbergen. Also wurde ich gezwungen, so zu arbeiten, wie ihr mich hier seht. Ah, was würde ich nicht alles geben, um frei von diesem Ort zu sein. Und wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Als Gardflow mit seinem Krieg begann, schickte er seine Handlanger aus, die besten Meisteranfertiger der Winterlande zu finden. Als sie das Haus Ashmoor vernichteten, wurde ich hierher gebracht und dazu gezwungen, aus Prismären Schwerter, Beinschienen und Schilde zu fertigen. Vielleicht könnte ich dir helfen. Die Hexenritterin Anira befehligt diesen Ort noch immer. Aber vielleicht könnten wir uns selbst etwas ausdenken, um dieses Problem zu lösen. Tötet die beiden Tuata-Oberherren, die oben Wache halten. Wenn sie tot sind, bringt mir eine ihrer zerschmetterten Waffen. Wenn ihr das tut, werde ich sehen, was ich daraus für euch anfertigen kann. Ihr bekommt es umsonst, wenn ihr versprecht, diese neue Waffe gegen die Hexenritterin Anira einzusetzen. Erzähl mir bitte erstmal was über Anira. Sie führt auch Gardflows Befehle aus. Er hat sie hergeschickt, um unsere Gefangenschaft durchzusetzen. Wenn wir uns doch nur selbst befreien könnten. Aber solange sie hier ist, sind wir es auch. Ja, wer weiß, vielleicht ist das bei ihr auch nicht freiwillig. Und wo finde ich die Wachen? Direkt über uns stehen zwei Tuata-Oberherren. Ihre Schicht beginnt ungefähr zu dieser Stunde. Wenn ihr geschickt seid, könnt ihr euch vielleicht anschleichen und sie ausschalten. Mal sehen. Ja, nehmen wir direkt mal. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil ich jetzt Aniras Sichtweise dazu nicht kenne. Vielleicht ist das, wie gesagt, so, dass es gar nicht freiwillig ist. Die an der Seite interessiert es nicht, das ist auch gut. Das ist ja nicht mein Untergang.
Okay, das habe ich jetzt soweit gemacht. Schön und gut. So, wer bist du hier? Kiftal. Ihr. Ihr seid das Kind des Staubs, von dem ich so viel gehört habe. Bitte, wollt ihr nicht mein Leid beenden? Durch meinen Tod allein würden zahllose andere gerettet. What? Bevor wir hier irgendwas machen, möchte ich was über dich wissen. Ich schäme mich so für das, was ich getan habe. Ich werde ewig versuchen, es wieder gut zu machen. Was hast du denn getan? Erzähl mir das doch mal lieber. Alchemie. Ihr meint die Herstellung von Tränken? Meine Arbeit unterscheidet sich von der euren, aber sie ist von derselben Natur. Okay, und was ist das hier für ein Ort? Es gab diesen Ort schon lange vor dem Haus der Rache. Wir benutzten ihn erst, als Gutflow Platz brauchte, um im Geheimen zu bauen und zu planen. Er hat uns Meisteranfertiger hierher gebracht und unter die Aufsicht der Hexenritterin Anira gestellt. Okay, jetzt hast du sie angesprochen, jetzt möchte ich auch ein bisschen was über sie wissen, bitte. Sie kann die magische Barriere überwinden, hinter der sie schläft. Aber wir kommen nicht hindurch, um sie zu erreichen. Daher waren wir außerstande, die Lage zu unserem Vorteil zu verändern. Oh, sie sieht sehr, sehr traurig aus. Magst du mir was über Meisteranfertiger erzählen? Man vertraute Faraglen und mir und wir durften herumziehen. Sein Eifer in Bezug auf die Tuata ließ niemals nach. Und ich habe einfach aufgegeben. Und den armen Belne haben sie mit Zaubern zum Arbeiten gezwungen. Sie wussten, dass er im Herzen kein Tuata war und auch nie einer sein würde. Das hat er uns auch schon selbst erzählt, das stimmt, der Krieg. Ich denke jeden Tag daran und hoffe auf den bestmöglichen Ausgang. Es gibt so viel Hass und Schmerz. Daraus kann nichts Gutes erwachsen. Da gebe ich dir recht. Okay, Gutflow. Wer sich ihm widersetzte, bekam Tränke der Krankheit verabreicht, die ich mit eigener Hand hergestellt hatte. Und das nur, weil Gutflow wollte, dass sie diese Welt langsam und leidend verlassen. Ist es auch das, was du gerade angesprochen hast? Was kann man bei dir denn kaufen? Mhm. Okay. Gut. Also sie wirkt sehr traurig und nicht gerade happy. Kann ich auch verstehen, wenn ich ehrlich bin. Ah, du bist Faraglen. Hi. Ihr seid nicht die Hexenritterin Anira. Nicht einmal Tuatha De Onn. Hinfort, Kind des Staubs. Weshalb seid ihr hier unten? Ihr seid kein Freund der Tuatha. Was ist euer Anliegen? Los, redet! Hallo? Warum bist du so dermaßen unfreundlich, du Arschkrampe? Erzähl mir mal was über dich. Was gibt ob das Recht, mit mir so zu reden, hä? Ich bin weit weg von zu Hause und die Entfernung schwächt mich, wie das Alter bei Sterblichen. Ich verachte es ebenso, wie ich sie verachte. Aber es ist mein Opfer an den Gott unter dem Berg. Ah ja. Und sonst noch was, Belne? Ha, dieser irregeleitete Narr. Er glaubt, er kann seine Herkunft verleugnen. Aber Belne wird immer ein Tuatha sein. Ich weiß nicht, ob man das so einfach sagen kann. Kann Rano? Anira hält uns Meisteranfertiger hier als Arbeiter fest, um Gutflows Wünschen umgehend nachzukommen. Wir müssen einfach abwarten, wie lange dieser Zustand währt. Na dann viel Erfolg auch, der Krieg. Ja, ja, Mord und Blutvergießen, Schändung und Ruhm. Wer erringt den Sieg, wer die Niederlage? Was für ein Dilemma. Mir genügt es, die Geschehnisse lediglich zu verfolgen. Und das macht's besser, oder was? Gutflow. Dieser Mistkäfer hat Kreaturen wie Anira befehligt und für sich arbeiten lassen. Es mangelt ihm an Würde, seine verabscheuungswürdigen Taten selbst zu erledigen. Das wundert dich jetzt aber doch hoffentlich nicht, oder? Gemmeschleifen? So lautet das Wort der Sterblichen dafür, richtig. Wir können eure Waffen und Rüstungen mit Gemmen verbessern, falls wir dies wünschen. Danke, das kann ich auch schon ganz gut alleine. Gott unter dem Berg. Hier noch, unser triumphierender Herold, unsere Morgensonne, unser Schicksal. Ja. Alles klar, Hexenritterin Anira? Ihr Herz ist gefroren, wie das verschmolzene Eis von tausend Wintern. Ich bin alles andere als begeistert davon, dass sie das als Vorteil mir gegenüber ausnutzt. Wie darf man das denn jetzt verstehen? Naja, egal, Kiftal. Sie hört einfach nicht auf. Niemals. Immer dasselbe. Sie will sterben, jammert über ihre Aufgaben, die Schuldgefühle, weil sie Unschuldigen schadet und so weiter.
Wenn ihr sie dazu bringen könntet, euch einen nützlichen Trank herzustellen, hätte sie zumindest eine Weile zu tun. Und der Rest von uns könnte kurzzeitig etwas Ruhe und Frieden genießen. Alles klar, okay. Mal gucken. Meistern fertiger. Wir sind alle Meister unserer Kunst. Nur die großartigsten Gegenstände werden von Tuata Hand angefertigt. Ja, mag ja sein. Sonst noch was zu Tuata zu sagen? Der Gott unter dem Berg hat uns zu seinen Lieblingskindern gemacht und die Kinder des Staubs zu unseren Feinden erklärt. Noch wolltet ihr mich nicht töten. Was ist denn das für ein... Okay. Würde euch das denn gefallen? Ja, Sterbliche. Ich werde diese Kreaturen niemals verstehen. Nicht alle Wesen preschen voran wie gehetzte Narren. Manche von uns gehen mit mehr Strategie vor. Aber ich schweife ab. Ich verschone euer Leben, weil ich es leid bin, meine Befehle zu befolgen. Ah ja, und wie lautet dein Plan? Es gibt eine seltene Gemme, die ich anfertigen könnte. In eine geeignete Waffe gefasst, würde sie Anira enormen Schaden zufügen. Ihr, Sterblicher, müsst mir nur die Materialien dafür bringen, wahrlich keine große Aufgabe. Und wenn ihr mit diesem wimmernden Bellne sprecht, kann er euch mit Sicherheit dabei helfen, an die Waffe zu kommen, in die diese seltene Gemme dann gefasst werden sollte. Das klingt gut soweit. Erzähl mir noch mehr über die Hexenritterin, bitte. Sie erteilt hier die Befehle und ist eine mächtige Hexenritterin, die niemand verärgern möchte. Ich möchte nicht länger in ihrem Schatten leben. Wie kann sie uns hier festhalten? Und was kriege ich dafür? Ihr dürft euren Kopf behalten, vorausgesetzt, daran wäre euch gelegen. Und ich kann euch meine Dienste anbieten, zusätzlich zu meiner Hilfe bei der Beschaffung und dem Fassen der seltenen Gemme. Wie fertigt man die Gemme an? Es handelt sich um eine einzigartige Gemme. Und nur jemand meines Talents und meiner Ausbildung ist in der Lage, sie für euch anzufertigen. Ich brauche daher Rohprismeerscherben. 3 davon, um genau zu sein. Bringt mir die Rohprismeerscherben, dann kann ich die Gemme anfertigen. Okay. Bevor wir uns ihm aber widmen, würde ich sagen... Dann komme ich hier wieder zurück zu Faraglen. Ne, Quatsch, zu Meister Bellne wollte ich. Weil ich erstmal diese zerborstene Waffe an ihn geben sollte. Da wollen wir mal gucken, was passiert. Hey. Noch ein Kind des Staubs? Nein, dasselbe ist zurückgekehrt. Okay. Er hat hier noch neue Optionen für uns, Meisteranfertiger. Wir drei wurden von Gutflow hierher gebracht. Kiftal, Faraglen und ich haben jeden Prismir-Dolch, jede Schulterplatte und jeden Stab selbst hergestellt. Die anderen sind nicht so wie ich. Ihr findet sie da vorne, in einem anderen geistigen Zustand. Klingt nicht gerade geil, Tuatha-Gott. Habt ihr von diesem Gott unter dem Berg gehört? Dem Verteiler der Prismären? Ich glaube nicht, dass er ein Gott ist. Er ist eine Krankheit. Klingt ja freundlich. Und welche Art von Waffe könnt ihr machen? Für diese besondere Aufgabe kann ich eine von 3 verschiedenen Waffen schmieden. Ihr könnt entscheiden, welche am besten zu euch passt, Sterblicher. Also, was soll es sein? Schwert. Eine ausgezeichnete Wahl, Kind des Staubs. Sprecht mich an, wenn ihr bereit seid, auf dass dieses spezielle Schwert für euch geschmiedet wird. Ja, dann mach. Ihr seid mit der zerschmetterten Waffe zurückgekehrt. Wartet hier, während ich... Ja, und das kommt hierhin. Und schließlich... hier ist sie. Vergesst euer Versprechen nicht, Sterblicher. Setzt sie klug ein. Gut, bevor wir uns das genauer angucken, hat er jetzt hier noch mehr zu uns zu sagen. Nochmal zu den Meisteranfertigern, bitte. Ich bin nur ein Meister, dem ihr geholfen habt. Faraglen und Kiftal benötigen euch bestimmt ebenso. Okay, toll, was eine Info. Hexenritterin nochmal. Ihr habt jetzt eine Waffe, geschmiedet aus all dem Zorn und Hass, den wir für Anira empfinden. Zerschmettert sie damit. Befreit uns aus dieser erbärmlichen Existenz. Ja, doch. Ganz unruhig.
gucke mir jetzt hier erstmal schnell das an. Aber ich mache hier an dieser Stelle erstmal kurz einen kleinen Cut. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier weitergeht mit diesen Meisteranfertigern und der Hexenritterin Anira, dann schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Und bis dahin, tschüss.